Töte mich nicht, Spinne, wo auch immer du bist. Oh, das mit dem Bodenlegen ist aber echt schrecklich geregelt. Was soll ich denn als Laborzeichen nehmen? Irgendwie so eine, so ein... Ah, ich hab's schon. Holy shit, Alter! Eine Spinne ist genau hinter mir vom Labor. Ich bin gerade noch reingekommen. Toll. Jetzt hänge ich hier durstig. Mhm. Oh, ich bin auch durstig. Ich gehe mal in den Tümpel was trinken. Du kannst sie auch durch die Tür abschießen. Meine Pfeile machen so viel, so wenig Schaden an der. Ich müsste die stärkeren Pfeile mal herstellen. Dafür brauche ich wieder eine Workbench. Oh, stell dir mal vor, es würde regnen und dann Überschwemmungen geben, ey. Toll. Ich glaube, ich verdurste gerade. Ich hoffe, man kann später auf den Maikäfern und sowas fliegen. Fliegen? Wo willst du denn festhalten? Die können ja einen in den Arm nehmen, so. Ja. Was willst du denn noch beibringen? Ah, ich höre böse Sachen! Kann ich schlafen? Na toll. Oh, hier ist dreckiges Wasser. Scheiße, wenn du Pfeile in das Vieh reinschießt. Ah, 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 ah. Ja, ich lebe. Geil. Nee, die Pfeile sind zu schwach dafür. Für die Spinne. Und Jordi gammelt hier im Lager ab. Oh, bitte hinlegen. Was hinlegen? Schlafen? I'm bushed. Should we call it a day? Perhaps we should make camp for the night? Was bist denn du für ein... Was willst du sagen? Ich habe nur einen kleinen Stein in dein Gesicht geschmissen. Ja, aber du machst mal wieder hier auf voll extrem, ne? Mach einfach ein bisschen Spaß und du machst dir direkt so einen Abfuck, Alter. Wieder. Nee, muss gar nicht erst so kommen. So, jetzt sag ich dir nicht, wo Auto laufen ist. Sag mal, redest du schon wieder nicht?
Doch, ich rede mit dir, aber du hörst mich wahrscheinlich nicht, weil dein doofes Internet immer kaputt ist. Ich gehe jetzt auch einmal aus dem Discord raus. Wahrscheinlich hat Jordi sich selbst gemutet. I have limits. Or I guess I thought I did. Jordel Power. Ah, jetzt höre ich mich wirklich nicht mehr. Warum auch immer. 1, 2, 3. Theoretisch könnte ich reden, aber der Discord spackt. Wahrscheinlich, weil zu viele Leute gleichzeitig sprechen wollen. 1, 2, 3. Verbindet sich noch. Bin zwar drin, aber der baut keine Verbindung auf. Hier wurde ein RTC-Server zugewiesen und also Discord versucht sich damit zu verbinden. Was sagt Debuggen dazu? Das haben wir davon, dass wir von TeamSpeak weg sind. Debuggen sagt: Ich zeige dir eine graue Seite, weil wir diesen Fehler nie berücksichtigt haben. Ja, Jordel. Da müssen wir wohl über Xbox Live sprechen. Wo du jetzt wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde wieder suchen musst. Das ist das allererste Mal, dass wir Discord ein Problem haben, dass wir nicht reden können. Sonst war es immer Jordels eigenes Verschulden. Ja. Doch, im Spiel geht. Ich bin da jetzt wieder rein, Mann. Hörst du mich? Ich Hallo. Höre dich aber nur aus dem Spiel heraus, glaube ich, oder? Hallo? Hallo? Nee, du hörst ja, mich auch hier wieder. Ich. Discord. Ja, dann ist ja gut, da kann ich meinen Ton wieder ausmachen im Spiel. Bis du das gefunden hast, das wäre in der Woche vergangen. Ja, hätten wir mal nur den Teamspeak behalten. Theoretisch ist er sogar noch da. Nee, ich hab's muss den nur gut. anmachen. Nachdem ich den 8 Millionen Jahre erstmal austeste. Ey, was für ein Unsinn. Jordel, ohne Kack. Wie soll ich Wasser mit mir führen? In deinen fettigen Haaren? Richtig, selbst wenn die fettig wären, könntest du da kein Wasser drin mitführen. Egal, hier ist ein Tümpel. Ja, es gefällt das dreckige Zeug vom Boden. Toll. Ja, anders, sonst sterbe ich halt. Ja, ist doch okay. Dadurch verhungere ich gleich. Wolfi, kauf dir das Spiel. Ja, geh gefälligst jetzt sofort irgendwo hin und kauf dir das Spiel. Und kauf das Spiel. Nein. Ich hab Deep Rock nie einmal gespielt. Hä? Du bist nie da gewesen, Alter. Oh, ich bin zugedröhnt. Oh, ich kann grad nicht. Ich bin voll mit Alkohol, wie immer. Das heißt, solche Spaten.
Eigentlich hast Bautu gar nicht mal so schlecht gedacht. Dass du alles als Vorprint erstmal machst. Ich hab einen Wassertropfen! Oh, geil! Geil, weil geil. Ich suche noch einen. Nur was soll mir der Pfeil zeigen? Den Weg? Der soll mir wahrscheinlich zeigen, wo außen ist. Pete, du brauchst Wasser. Was? Komm zu mir, ich hab einen Wassertropfen. Komm her. Ach du, lass mal. Na, dann trink ich ihn, wenn du ihn nicht willst. Trink deinen Wassertropfen doch selbst. Nein, ich werde angegriffen! Hast du davon, Wasser zu trinken? Ich werde auch angegriffen. Verprühe ich aber wie ein Mann mit einem Stein, so wie es das gehört. So, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Habe ich mal zwischendurch auch was zu essen hier reingelegt? Nö. Da ist ein richtig dicker Wassertropfen. Ich glaube, der wird einfach ins Wasser fallen, wenn ich den abschlage. Ich kann ja zu dir kommen, dann stellst du dich drunter und dann... Tschüss, Wassertropfen. Ah, hier ist eine Dose. Ja, lol, hier ist ein Eimer umgekippt mit Farbe. Du müsstest was essen. Ja, weil ich was Dreckiges getrunken habe. Hä? Ach, das sind Tropfen... Aus Blut. Nee, nicht aus Blut, sondern aus diesem komischen Tetrapack. Sind eine Trillion Käfer hinter mir her, ey. Ah, Mushrooms. Mushroom, 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 Mushroom. Worse than my mom's Brussels sprouts. Ach, ich glaube, die Markierung wird von der Spinne auch kaputt gemacht. Weil die nicht mehr da ist. Ach, so viele Nüsse, ey.
Oh, hier ist ein Vogel. Nee, doch nicht. Das ist so eine... Was ist denn das? Echt, ey. Wie kann man dieses Kacklabor direkt neben dem Spinnennest machen? Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Kann ich die nicht einfach ausräuchern da unten? Getötet. Ja, Inventar ist voll. Hau ab. Du bist viel da hinten, ey. So, das muss ich auf jeden Fall zum Scannen bringen. Nein, nein, nein! Boah, warum kommt die Spinne in 5 Minuten immer hier vorbei? Ey, ich kotz die Wand an. Nein, bitte töte mich nicht! Ich mache überhaupt nichts Aggressives hier. Aber die Spinne hier. Ja, das sowieso. Ah, hier kommt sie nicht hoch. Unten, wo die Ameisen langlaufen. Die Ameisen lenken das Vieh gerade ein bisschen ab. Boah, endlich ein Knüppel mit Zacken und Stacheln. Mit Zacken, mit Stacheln drin. Ja, kann ich die endlich auf den Kopf hauen. Das ist ein richtiger Wikinger. Better than starving, I think. Aber einen zweiten geheimen Ausgang gibt's ja nicht. It is nice to see the friendly face of thinking about it. Why don't you work on you look like you still have questions? As acting science manager, I am happy to answer your questions. Ah. That is one of Dr. Tully's most ingenious inventions, the scanner bracelet, aka Scabby. A portable device which can monitor your vitals quite the elegant as acting science manager. You look like you still have
Alter, warum greifen die Ameisen mich an, obwohl ich dir nichts getan habe? Wahrscheinlich tötet, wenn ich den umhaue, kann ich ihn einfach wieder aufrichten. Ah! Wenn mir hier eine Spinne entgegenkommt gleich, ne? Unsere, die Ameise macht hier alles kaputt! Was? Alles? Die klaut unsere Sachen hier, das Mistvieh. Was ist denn das für ein Miststück? Das ist eine Ameise und die versucht gerade für sich, also... Die sammelt halt für ihr Lager. Für ihren Bau. Sind halt Ameisen. Ja. Die klauen das sogar aus den Dingern hier raus. Aus den Kisten? Ja. Aber nicht aus den großen. Die große sollte mich... Da steht nämlich dran, dass die stärker ist als die kleinen. Krass! Irgendwo die klaut! Die hat den Ahorn geklaut! Dann, ja, weil es wahrscheinlich lecker ist für die. Geh mal an den großen Dings rein. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ahorn nehme ich mal auch mit. Ne, die klaut das auch aus dem großen. Krass. Oh, scheiße. Ich bin so gut wie tot. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich bin im Ameisenbau nämlich drin. Ja, viel Spaß. Ja, ich bin nicht freiwillig hingegangen, weil Leute so tolle Ideen haben wie, ey, da kannst du auch noch rausgehen. Ja, warum hörst du auf den Twitch-Chat? Ich weiß, das ist eigentlich das Größte, was man machen könnte. Ich habe nichts bei mir, Ameise, geh weg. Die Ameise muss ja auch survivalen. Wieso weggehen, Alter? Die hat uns unser Ahorn geklaut, oder... Die wollte es zumindest, ey. Ich hab's ihr immer wieder weggenommen. Ja, und jetzt bin ich am Verhungern, ey. Toll. Helion, Champion of the Sun! Was geht denn hier ab, ey? Tausende Ameisen. Ja, jetzt... bin ich auch noch am Verdursten, ey. Das ist ein Witz. Raus, raus. Die klauen jetzt zu zweit! Ich lass die jetzt einfach klauen, ey. Junge, gibt's keinen Weg. Das ist einfach ein gerader Gang.
bis du hier unten irgendwo im Loch bist. Und hier kommst du auch nicht weg. Ah, jetzt ist mein Equipment genau da, wo ich überhaupt nicht mehr rankomme. Danke. Da muss ich auch eine Power die Tasche holen. Weil der ja der Pro ist. Ich bin eh gleich am Verdursten, also. Die ist 3,5 Meter von mir entfernt, das schaffe ich nicht. Was genau?